zu lesen war, der warf sich nun in die Zone vor, wo Kopfschüsse fällig sind? Ja. Sie haben dem völkischen Beobachter verboten, sie abzutrocken. Sie verweigerten die Teilnahme an Sendungen des Reichssenders Leipzig. Sie haben ein Reichstagsmandat, das Ihnen die NSDAP angeboten hatte, ausgeschlagen. Sie sind nicht in die preußische Dichterakademie eingetreten. Sie haben also die große Karriere unter den Zeichen des Nationalsozialismus nicht gewollt. Das sind Dinge, die für mich also schon weitgehend historisch geworden sind. Ich möchte sagen, die ich zum großen Teil vergessen habe. Ich bin der Meinung, ein Mann zeigt sich, was ist das Wort Widerstand? Er zeigt sich, wie er gewachsen ist. Entweder passt er dazu oder er passt nicht dazu. Nicht? Ja, bei mir, unglücklicherweise, ich habe nicht recht hineingepasst. Und das ist ein Leiden, was mich ja seit meiner Schulzeit bis auf die heutige Zeit begleitet. Dass die vorgeformten Kästen und Regale, dass man da nicht recht hineinpasst. Herr Jünger, über ein Werk muss man wohl ein wenig ausführlicher reden, auf den Marmorklippen. In diesem Buch werden Tyrannei und Willkür angeprangert. Da wird von Waldgesindel, Blutzapfern, Schlechtern, Schindern geredet. Und jedem Sehenden musste es eigentlich klar sein, wer damit gemeint war. Sogar in England sah man in den Marmorklippen ein Wiederfinden des deutschen Genius angesichts der Katastrophe. Haben Sie dieses Buch als Kampfschrift konzipiert? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn wenn ich es rein als Kampfschrift konzipiere, dann tue ich etwas von seinem Wert abnehmen. Dass ich um meinen Kopf spielte, das war mir natürlich von Anfang an klar. Und wie ich meinem Bruder die Fahnen zeigte bei Ausbruch des Krieges, da sagte er, du, das verbieten sie dir innerhalb der ersten 6 Wochen oder überhaupt nicht mehr. Und so ist es auch gekommen. Ich hatte ja nun immer Zuträger aus den Ministerien auch und hörte sofort, dass der Reichsleiter Buhler sich bei einer Reichsleitertagung beschwert hatte über mich, mein Führer, mit dem Ernst Jünger, da geht das nicht mehr so weiter. Und da hat er gesagt, das möchte ich nicht, dass da also irgendetwas geschieht. Ja, also, dass es so ist, das wusste ich. Aber dass ich nicht ein Buch, was unter dem Mantel verkauft wird oder so, wissen Sie, das hat seine Zeit. Während dies hier, da sagte mir auch mal ein intelligenter Russe, das passt doch auf Stalin seinen Stiefel. Also diese spezifizierte Widerstandssache, ich habe überhaupt das Wort Widerstand, habe ich gewisse, weil wenn der Löwe tot ist, dann kommen nicht nur die Adler, dann kommen auch noch ganz andere Vögel und die waren alle dabei. Jünger muss als Einzelgänger, als Nonkonformist begriffen werden. In engen ideologischen Banden fühlte er sich nicht wohl und Hitlers Richtung war ihm geistig zu minderwertig und zu pöbelhaft. Er zog sich nach 1933 ganz aus der Politik zurück. Er hatte geheiratet und sich auch längst von der Reichswehr verabschiedet. Er schrieb, man kann sich heute nicht in Gesellschaft um Deutschland bemühen, man muss es einsam tun. Jüngers Kriegsbücher galten der NSDAP weiterhin als erzieherisch wertvoll und sie erschienen in hohen Auflagen. Gegen diese Vereinnahmung als patriotischer Schriftsteller hat sich Ernst Jünger nicht entschieden genug gewehrt. Als Hauptmann zog er dann in den Zweiten Weltkrieg. Im Wesentlichen verbrachte er die Kriegszeit in der Etappe in Paris. Er hatte dort viele französische Künstlerfreunde und führte das privilegierte Dasein eines berühmten Autors, der mit seinen Büchern über den Ersten Weltkrieg auch im Zweiten für heroische Erhebung sorgte. Aber der Paris-Bummler und Historiograf im Stabe General Speidels hatte im Laufe der Jahre eher pessimistische Neigungen entwickelt. Vom historischen Prunk von Paris musste das Niedrige der Zeit und ihrer Untaten besonders krass erscheinen. Zwar bewunderte Hauptmann Jünger immer wieder einmal Perfektion und Vernichtungspotenzial der Kriegsmaschinerie, aber er sah jetzt auch ihre das Individuum zerstörende Brutalität.
Zwischen Hotel Ritz, dem Sitz des deutschen Stabes, und seinem Hotel, dem Majestic, im vornehmen 16. Bezirk, pendelte der Poulemerie-Träger und historisch überholte Einzelkämpfer hin und her. Geistig mehr der militärischen Opposition zugetan als der totalen Mobilmachungsstrategie des Hitler-Oberkommandos, deren literarischer Erfinder Jünger mit seinem Essay die totale Mobilmachung 1931 gewesen war. Seine Tagebücher über den Zweiten Weltkrieg zeigen viel Distanz zur Ideologie der Zeit. Dieser Krieg war nicht mehr seine Sache. Jüngers wichtigste Arbeit in Paris war die Friedensschrift, eine deutliche Abrechnung mit Hitlers Krieg. Mehr als Wortwiderstand allerdings vermochte er nicht zu leisten. Sein ältester Sohn geriet schneller zwischen die Mühlen der Macht. Er erhob seine Stimme gegen Hitler und stand vor einem Kriegsgericht. Herr Jünger ist überrascht, dass Sie mitten im Siegen der deutschen Armeen, nämlich schon 1941, begannen, Ihre Friedensschrift zu konzipieren. Was war der primäre Anstoß dazu? Zu konzipieren, ja. Ich sagte mir, wie soll die Sache denn überhaupt weitergehen? Ich war, und da verfiel ich auf die Lösung, die ja heute ganz allgemein geworden ist, nämlich, dass sich zunächst mal die Europäer zusammenschließen müssten. Nun ist das eine sehr heikle Geschichte, wenn gerade der, was ich aber damals noch nicht wusste, der Besiegte mit so etwas herauskommt. Aber die Schrift hat sich ja rapid verbreitet. Zu meinem Erstaunen, ich hatte weder einen Verleger noch einen Drucker noch eine Erlaubnis, so etwas publiziert. Es wurde aber durch Handschriften, Abschriften, Raubdrucke nicht, denn es hatte ja keinen Verleger, durch Fotokopien und so weiter wurde es blitzartig verbreitet. Leider muss ich sagen, dass die Aussicht heute schlechter geworden ist, als sie damals war, weil sich ja offenbar die nationalen Egoismen wieder sehr stark durchsetzen. Kritiker haben vermerkt, dass man in ihren Werken über den Ersten Weltkrieg die Trauer Homers vermisse. Aber Mitleid und Trauer mit den Gefolterten und den Gemordeten, das kommt ja in der Friedensschrift dann ganz klar nach vorne. Ja, ja, es ist eben die Opfer des Bürgerkrieges, die ergreifen mehr als die heroisch Gefallenen im Kriege. Das war schon immer so. Auch bei den griechischen Tragikern wird es sehr unangenehm, wenn es in Klytämnestras Reich hineingeht. Da kommt dann auch der Ekel vor. Ekel vor Uniformen, Schulterstücken, Orden, vor den Techniken des Krieges ohne Adel und vor jenen Typen, die, ich zitiere, von einem Tizian-Bild die Farbe kratzen würden, um sich aus der Leinwand Fußlappen zu machen. Es gibt ja gewisse Erlebnisse, Schocks, die eine spontane Wirkung auf uns ausüben. Und in dieser Zeit waren es vor allem zwei. Erstens die sogenannte Kristallnacht, die mir als alten Soldaten sehr unangenehm war und widrig, im Äußersten widrig gewesen ist. Und zweitens war es der gelbe Stern, den habe ich in Paris erlebt. Als ich über die Champs-Élysées ging, da sah ich die ersten Gestalten.